Und Teleporting Player. Es ist einfach fehlgeschlagen, Leute. Leute, das kommt zu einer weiteren Folge. Heute spielen wir mal wieder Mad City. Ja, Leute, ihr habt euch Mad City gewünscht und die neue Season ist draußen und ich gucke sie mir heute mal an. Und ja, wir haben hier so ein komisches irgendwas im Inventar und Leute, es gibt hier Egg Hunt und das hier sind Eggs, Leute, und die hat man jetzt in jedem Spiel, glaube ich. Und ja, Leute, hier sehen wir unter anderem Mad City. Get the key to the dead ray, go behind the painting to the egg, collect the eggs in the egg area and place them in front of hospital. Leute, das werden wir, glaube ich, mal nicht machen, weil ich will mir erstmal die Season angucken. Ich weiß nicht, ob wir das auch tun werden. Mal schauen, ob wir das auch tun werden. Wenn ihr es wollt, Leute, dann könnt ihr ja mal vielleicht das in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das eventuell mal. Wobei, so schwer ist das ja gar nicht. Man muss einfach nur die Death Ray bekommen und dann irgendwie hinter ein Hospital oder sowas fahren. So, Leute, hier, zack, zack, zack. Wir haben einen Spoon, das ist nice. Das können wir auch ausbrechen. Und, oh mein Gott, Leute, ich bin in eine Fan-Lobby gejoint. Ja, bin ich. So, dann haben wir ein paar Fans hier drin. Ist okay, Leute. Könnt ihr auch gerne mal abchecken, Leute. Ihr könnt euch dieses Video auch gerne mit euren Freunden teilen, die auch Mad City spielen. Würde mich sehr unterstützen. Und natürlich ein Abo dalassen und die Glocke auch aktivieren, Leute, für mehr Mad City-Content, falls wir das noch tun sollten. Aber ich denke mal, wir werden ein bisschen öfters Mad City jetzt spielen. Ja. Und dem Video natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Falls es euch gefällt, Leute, da ist direkt eine Police, da müsst ihr auf jeden Fall dezent aufpassen. Wo kommen wir jetzt hier raus? Leute, da hinten ist ja diese Grube, aber wir müssen jetzt aufpassen. Vor der Polizei. Sneaken wir uns einfach hier raus. Sie sieht uns nicht, Leute, sie sieht uns nicht, sie sieht uns nicht. Jetzt müssen wir schnell hier den Innovator spawnen, weil der Headseeker bräuchte jetzt zu lang zu spawnen. Komm schon, fahr los, fahr los, fahr los. Schnell, Beilung, Beilung. Und weg hier. Okay, 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 weg hier, weg hier, weg hier, Leute. So, was ist neu? Okay, es ist gerade Nacht, also nachts kann man jetzt leider nicht so viel sehen. Aber die neue Season ist neu, Leute. Ich bin also wieder Rang 1. Ich war jetzt letzte Season ja nicht so hoch der Rang, aber vielleicht kann ich ja mal ein bisschen farmen, Leute. Vielleicht können wir auch mal Mad City streamen oder sowas. Hättet ihr da Bock, Leute? Stimmt mal jetzt hier oben rechts bei mir ab. Hättet ihr Bock auf einen Mad City Stream? So, Leute. Boom. Fahren wir mal hier ein paar... Oh, lol. Das ist sogar eine Challenge, ein paar Laternen umzufahren. Ja gut, dann machen wir das Ganze jetzt mal natürlich, ne? So. Und hier ist unser schickes Apartment, was wir uns letzte Folge eingerichtet haben. So, wir schauen uns gleich mal die Season an. Aber wer ist hier denn? So, boom. Hier, die ganze Lobby ist voll mit, Kombostro. Ich weiß nicht mehr, wo der Boss ist. Es gibt anscheinend einen Boss, Leute. Wo ist denn der Boss? Ich glaube, ich bin nicht ausgerüstet für den Boss. Schreib mal, wo ist der Boss? Boss, Fragezeichen. Boom, Leute. Ja, ich bräuchte dafür dann erstmal Waffen. Die holen wir uns einfach mal ganz schnell hier. Leute, vielleicht werden wir jetzt einfach gegen einen Boss kämpfen. Beim Ei. Und wo ist das Ei? Und wo ist das? So. Zack, holen wir uns hier die AK und die Waffe hier beim Eizeichen. Okay. Leute, dann lassen wir da hinfahren. Oder sollen wir da hinfahren oder sollen wir den fliegen? Ich weiß es nicht, Leute. Tatsächlich sehe ich dieses Eizeichen da hinten. Lass einfach hier den... Doch, ich fahre mal mit diesem Auto hier weiter. Boom, einsteigen und weiter geht's, Leute. Weiter geht's, ab zum Ei. So, boom. Hier, wir nehmen den aber mit. Und jetzt fahren wir ab zum Ei, Leute. Und das sieht da hinten schon richtig heftig aus. Okay, da bin ich mal gespannt. Leute, boosten wir mal hier ein bisschen. Und wir haben ihn verloren. Das tut mir an der Stelle ziemlich leid. Ja, ich denke mal, der wird ein eigenes Auto haben. Ich sag mal, sorry. So. Fahren wir mal hier durch den Tunnel durch. Ich weiß nicht, ob wir... Wisst ihr was, Leute? Wir fliegen einfach. Komm, das ist einfach einfacher. Wenn wir einfach dahin fliegen, spawnen wir erstmal hier unseren Headseeker. Und jetzt steigen wir hier ein. Leute, und ich mache mir mal Ingame-Ton an, weil Ingame-Ton hatte ich bis jetzt noch aus. Ich denke mal, bei Mad City ist das sogar ganz interessanter Ingame-Ton. Starten wir jetzt unser Flugzeug. So, dann fliege ich mal hier zum Eck, Leute. Und ich weiß nicht, ob wir das irgendwie schaffen können oder sowas. Aber es hört sich schon mal interessant an, Leute. Hier ist eine neue Area und das sieht echt nice aus hier. So, Leute, hier bin ich. Boom. Was müssen wir jetzt hier machen? Pickpocket, Leute. Also, da sind Police. Okay. Dann A4... 5 Eggs, wir brauchen noch ein Egg. Ja, der schreibt, können wir screen. Ich schreibe klar, Leute. Und jetzt warten wir mal, bis wir hier mit einem Boss Raid reingezogen werden. Okay, Leute, es geht in 8 Sekunden los. In 6, in 5. Und Leute, wir haben nur 2 Waffen. Ich hoffe, das wird irgendwie gut enden, weil, Leute, wir kämpfen jetzt anscheinend gegen einen Boss. Und Teleporting Player. Uff, es ist einfach fehlgeschlagen. Uff. Es ist einfach fehlgeschlagen, Leute. Einfach fehlgeschlagen. Wir wollten gerade reingehen. Und auf einmal ist es fehlgeschlagen.
Ja, ich gehe aber mal wieder hier weg. Das ist natürlich jetzt sehr belastend. Wir wollten gerade zum Boss gehen. Und schon ist es fehlgeschlagen. Startet dieses Ding. Nice, Leute, es startet. Und der lebt gefährlich. Der lebt gefährlich. Leute, schauen wir uns mal die neue Area an. Wenn der runterfällt, ist er tot. Okay, das sieht alles nice aus. Das sieht echt nice aus. Hier ist eine neue Police-Station. Hier sind so fliegende Osterinseln. Okay, das sieht alles nice aus. Hier oben ist eine Windmühle oder sowas in der Art. Eier und sowas. Weiß aber nicht, wie holt man denn jetzt den Boss? Also, wie kommt man zum Boss? Schreibt, der Boss ist voll schwer. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich schau mal, wann kommt der Boss wieder? Und er ist runtergeplumpst, Leute. Okay, aber er hat einen Fallschirm. Oh, was macht er da? Gut, hoffentlich lebt er. So, Leute, hier, lass mal ins Casino. Das haben wir beim letzten Mal ja nicht geschafft. Mal schauen, ob wir es jetzt mal schaffen, weil ich habe es auf jeden Fall letzte Season einmal ausgeraubt und habe es halt auch hinbekommen. Weil so schwer ist das gar nicht, Leute. Ich habe es nur irgendwie reingekackt. Also ich war da nicht so richtig auf Vordermann. Aber hacken wir erstmal die Dinger hier auf. So, Leute, hacken wir das Ganze. Boom. Und jetzt können wir auch schon hier rein. Und da kommt noch irgendjemand. Okay, soll er ruhig kommen. Dann müssen wir hier lang laufen, Leute. Hier lang, lang, lang. Ich dachte ja, hier muss man irgendwas ausrauben, aber nein, man muss hier tatsächlich hier lang laufen. Und dann gibt es hier diese Knöpfe und hier befindet sich einer. Genau, zack, aktivieren. Dann befindet sich hier irgendwo einer, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Hier ist einer und der hat gerade noch einen Knopf gedrückt. Okay, Leute, und der letzte befindet sich hier. Und hier sind wir beim letzten Mal gestorben. Jetzt müssen wir hier vorsichtig sein, Leute. Und, oh Gott, wir haben es. Okay, nice, Leute. So, ab hier rein. Und hier kann man jetzt hier diese Dinger öffnen. Und so kriegt wir dann Geld, ne? So, bam, boom. Also wir haben uns immer noch die neue Season gar nicht angeguckt. Sollten wir vielleicht gleich mal machen. Ich drop das Ding gleich gerade mal aus und dann schaue ich mir mal die neue Season an. Okay, Leute, wir haben jetzt 8000 Cash. Jetzt müssen wir hier irgendwie nach draußen kommen. Wenn ich jetzt wüsste, wo der Ausgang wäre. Ich denke mal, der wird hier irgendwo hier in die Richtung sein. So, ja, das sieht mir sehr nach einem Ausgang aus. Ah, ne, sind wir wieder. Ist das jetzt der Ausgang oder ist das der Eingang? Es ist der Eingang, Leute. Okay, dann müssen wir wieder in die andere Richtung rauslaufen. So, springen wir hier. Zack, zack, zack. Machen hier unsere Jump-and-Run-Skills. So, boom. Und dann können wir hier vielleicht raus. Nein, hier können wir auch nicht raus, weil hier ist ja der Eingang, sag ich mal. Hier gibt es auch keinen Sinn mehr hier raus. Wo geht's denn hier raus? Wo ging es hier raus, Leute? Oh Gott, ich bin aus Versehen ins Laser gelaufen. Ging es hier irgendwo raus? Das ist jetzt eine gute Frage, wo es hier rausgeht, Leute. Wo geht's hier raus? Ich versuche mal durch den normalen Eingang rauszugehen, aber ich glaube nicht, dass das was bringen wird. Ja gut, ne? Können wir hier rauslaufen, Leute? Tatsächlich ja, okay. Gut, falls ihr wisst, wo der richtige Eingang ist, schreibt mir mal, Leute. So, starten wir das ganze Ding wieder. Und ich starte wieder nicht, Leute, let's go. Dann, okay, dann spawnen wir halt wieder das Ding neu und hoffen wir mal, dass es jetzt startet. Lassen wir das ganze Ding mal anlaufen. Jetzt drücken wir E. Jetzt drücken wir nochmal E. E, Leute. Dann sprinten wir halt. Oder können wir mittlerweile wieder den Innovator spawnen? Ja, können wir tatsächlich, Leute. Der startet wenigstens. Der hat keine Startprobleme. Driften wir hier mal ein bisschen so hin. Boom. Und jetzt einmal Vollgas. Hier diese Musik, ey. Also kann man die irgendwie ausmachen? Hier. So, ausgemacht. Und wir sind Level 3, Leute. So, jetzt schauen wir uns mal die neue Season an. Gehen wir hier auf Missionen und hier, Leute, Season 6 Progress. 55% irgendwie. Daily Challenges gibt es hier. Get 15 Kills. Okay. Ja, ganz cool eigentlich. Zack, so eine Weekly Challenge starten nächste Woche. Und hier sind die ganzen Belohnungen, Leute. Hier. So. Das sieht auf jeden Fall anders aus. 45 Cash. Ich weiß ja nicht so, ob das so viel ist, ne? Ah, ne. Das ist bei 45, Level 45. Mal schauen, wie viel Geld man da bekommt. Level 100. Ja, das sieht ganz cool aus. Mal schauen, ob ich Level 100 diese Season erreiche. Wie teuer ist hier XP? Ah, 400 Robux. Das geht sogar noch. Wie teuer ist so 1000 XP? 10 Robux holen wir uns das Ganze mal. Welches Level sind wir jetzt? 5. Na, okay. Wie teuer sind 25.000? 200 Robux? Na, Leute, brauchen wir nicht. Ich werde einfach mal legit versuchen zu leveln. Und, hat der Ehremann hier Z-Pad-Merch an, Leute. So. Wohin gehen wir jetzt? Ist das Eck wieder ready? Ist das Eck wieder ready? Fragezeichen. Wo können wir jetzt hinfahren?
Okay, die Bank hat auf, Leute. Die Bank. Okay, wir waren letztes Mal schon in der Bank. Lass mal zum Juwelier fahren. Das Juwelier hat nämlich gerade auch auf. Boosten wir da hin, Leute. Boost. Okay, Leute, das Juwelier sieht auf jeden Fall auch anders aus. Ich kenne das zumindest noch nicht. Weil ich habe schon etwas länger kein Mercedes mehr gespielt, wie ihr wisst. Wobei, ne, ja, das sieht noch relativ gleich aus, wenn ich jetzt hier von vorne betrachte. Okay, gehen wir trotzdem mal rein. So, Leute, hier hoch, zack, so. Ja, von hinten sieht es auf jeden Fall anders aus, aber hier, das sieht noch relativ gleich aus. Ich denke mal, das hat sich diese Season auch nicht verändert. Auf jeden Fall der Season... Oh, hier sind Ziplines, okay, cool. Jedenfalls der Season Pass ist ganz cool. Das letzte Auto sieht ziemlich nice aus. Ich hätte das echt schon gerne, Level 100. Ist aber schon schwierig zu erreichen, tatsächlich, denke ich mal. Wenn ihr wollt, lasst ich mal ein bisschen farmen. Dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, Leute. Dann werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen farmen. Und jetzt kriegen wir hier mittlerweile Diamonds und kein Geld raus. Na, wie viele Diamonds können wir denn mitnehmen, Leute? Wie viele Diamonds können wir denn hier mitnehmen? Ich habe ja auch VIP, das heißt, wir können immer doppelt so viel mitnehmen. So, zack. Leute, den großen Diamond lasse ich mir natürlich auch nicht entgehen. Ohne Schaden hier natürlich durchgelaufen. Wenn wir jetzt beim Zurückgehen Schaden bekommen, ist das echt peinlich. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld wir jetzt da bekommen haben. Aber Leute, ohne Schaden komplett hier durch. Nice, Leute, wie viele Diamonds kriegen wir? Wir sind schon bei 27. Ich denke mal, so 30 wird es sein. Oder vielleicht mehr? Nein. Doch, okay, 33 haben wir jetzt. Vielleicht dann 40 oder sowas. Ich weiß es nicht, Leute. Oder 60. Nee, 60 wäre dann auch schon wieder zu viel, ne? Wobei halt 60 halt passen würde, weil wir kriegen halt pro Schlag 3 und sonst wäre es immer ungerade. Okay, ich glaube, wir kriegen tatsächlich 60. Okay, das ist echt eine Menge, Leute. Und dich hier, zack, 60. Und jetzt schlagen wir den hier kaputt. Okay, Leute, 60 tatsächlich. Okay, dann gehen wir hier den einfachen Ausgang, weil ich finde den anderen etwas schwieriger. Aber den hier finde ich ganz leicht eigentlich. So, jetzt darf ich hier ja nicht sterben, weil dann gibt es ja keinen Sinn, dass ich gesagt habe, dass der leicht ist. Okay, ich kann hier noch mal nach vorne. Okay, okay. So, zack, boom. Und dann spawnen wir hier unseren Invader wieder. Oh Gott, der hat einfach sein Auto auf unserem Auto gespawnt. Okay, Leute, und let's go. Kann es sein, dass dieses Auto irgendwie permanent Boost hat oder sowas? Kann es sein? Weil immer, wenn dieses Auto neu spawnt, hat es wieder Boost. Oh Gott, oh! Eieiei, habe ich mich gerade erschreckt. Jetzt ist aber easy an uns vorbeigezogen. Was war das denn für ein Auto? Vor allem der Sound von dem. Huh. Okay, ja, moin. 60 Diamonds, Leute. 10.000, nice. Ah, Leute, ich kann mal unsere normale Kleidung hier anziehen. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 14 Minuten, das ist auch schon wieder lange. Mal schauen, ist der Boss ready? Leute, ich glaube, der Boss wird noch nicht ready sein. Ich werde jetzt einmal hinfliegen, bis gleich. Leute, die haben noch 0 extra drin. Ich glaube, das würde zu lange dauern, das jetzt noch in dieser Folge zu machen. Falls ihr wollt, dass ich diesen Boss mal bekämpfe, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Vielleicht kann ich mir auch da professionelle Hilfe für holen, um den dann halt zu bekämpfen und zu besiegen natürlich auch. Weil hier dieses Fahrzeug zum Beispiel gab es auch bei einem Raid-Boss. Oder das andere, dieses Bodenfahrzeug, mit dem ich gefahren bin, auch. Oh my god, this was flipping hard. Die kann man alle nur durch diese Bosse bekommen. Und Leute, jetzt rauben wir noch die Bank aus zum Abschluss der Folge. Dann ist die Folge auch schon lange genug, denke ich. Und lasst jetzt einfach mal hier in die Bank gehen, Leute. Und die ganze Bank mal ausrauben. Die sieht mittlerweile echt luxuriös aus. Aber das hat ja nichts mit der Season zu tun. Wie gesagt, das hat ja schon davor so. Aber ich kenne die halt seit neuestem jetzt erst so. Und Leute, da hat gerade irgendjemand schon die Bank aufgemacht. Lasst uns ja jetzt mal hochgehen hier. Zack, die Treppen einfach hochlaufen. Sehr edel sieht hier alles aus. Und dahin kommt auch schon das Schiff angefahren, Leute. Jetzt hier die Jump'n'Run Skills auspacken, Leute. Hier einfach komplett easy drüber springen. Hier natürlich auch. Zack, boom, bang. So, wupp, wupp, hier durchsneaken, zack, 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 der Ninja ist hier am Start. Leute, der Ninja ist hier am Start. Und ja, jetzt warten wir mal kurz hier. Und ja, schreibt gerne, lasst Abo da, Leute, abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert auch die Glocke, Leute. Falls ihr das noch nicht getan habt, würde mich sehr unterstützen. Ja, lasst alle ein Abo da. Der mit seinem C-Pad-Merch, Leute. Ich habe hier auch Merch. Falls ihr mein Merch kaufen wollt, könnt ihr gerne mal in meine Roblox-Gruppe checken. Da könnt ihr Merch kaufen, Leute. Für nur 10 Robux in der Hose und ein T-Shirt insgesamt. Kostet nur 10 Robux. Sogar diese Klamotten hier könnt ihr da auch kaufen, falls ihr das wollt. Und Leute, lasst uns jetzt auch mal mit tanzen hier, Leute. Wir tanzen einfach den Elektro-Shuffle. Let's go, Leute. Oh, wir sind voll. Okay, dann sollen wir hier am besten mal raus. Zack, zack, zack. Sneaken hier. Boom, bang, boom. Und zack, so, hier drüber springen. Ich glaube, Leute. Ach so, man muss hier das Fenster raus. Oh, mit der Zipline. Oh, das ist richtig nice. Das ist richtig nice, Leute. Die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt hier? Beim Juwelier. Okay, er hat einfach sein fettes Flugzeug gespawnt. Hat das zwei Sitze? Nein, ich will das nicht kaufen. Ich will hier einsteigen. Ich will das nicht für 1 Million kaufen, Leute. So viel Geld habe ich dann auch noch nicht. Wobei, fast.
Ich muss eigentlich nur ein bisschen farmen, dann haben wir auch 1 Million. Leute, die Aufnahme geht ja schon wieder ziemlich lange. Ich würde auch an der Stelle die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, dann lasst einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Und abonniert auch den Kanal und aktiviert die Glocke für mehr Mad City Content und Roblox Content generell. Ich denke mal, ich werde ein bisschen mehr Mad City mal spielen. Wobei natürlich auch noch andere Videos kommen werden und sowas. Also macht euch da keine Sorgen. Leute, würde ich sagen, war's mit der Folge. Haut die rein und ciao, Leute.